In einer kleinen, abgelegenen Stadt, umgeben von dichtem Wald und undurchdringlichem Nebel, lebte ein Junge namens Holger. Holger war ein leidenschaftlicher Zocker und lebte oft in seiner eigenen Welt, die von Videospielen, Fantasie und Abenteuern geprägt war. Er hatte einen Cousin, Mark, der ein paar Jahre älter war als er und in der nahen Stadt lebte. Die beiden Jungen verbrachten nur selten Zeit miteinander, aber diesen Sommer sollte alles anders werden. Eines Tages beschlossen Holger und Mark, dass es an der Zeit sei, einander besser kennenzulernen und eine echte Verbindung aufzubauen. So kam es, dass Mark beschloss, ein Wochenende bei Holger zu verbringen. Die beiden Jungen freuten sich auf eine aufregende Zeit voller Spaß, Abenteuer und natürlich stundenlangem Videospielen. Als die Sonne unterging und die Dunkelheit die Stadt umgab, begannen Holger und Mark, sich in Holgers Zimmer auf ihr bevorzugtes Videospiel zu stürzen. Die Stunden vergingen wie Minuten, während sie sich in virtuellen Welten verloren. Doch als die Uhr näher an Mitternacht heranrückte, fingen sie an, Geräusche aus dem Wohnzimmer zu hören, ein leises Schluchzen, das durch die Stille der Nacht drang. Holger und Mark tauschten besorgte Blicke aus und lauschten. Das Schluchzen wurde lauter, und es war klar, dass es aus dem Wohnzimmer kam. Der Mut in ihren Herzen wuchs, als sie beschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie verließen Holgers Zimmer und bewegten sich langsam durch den dunklen Flur zum Wohnzimmer. Als sie die Tür öffneten, sahen sie etwas, das ihnen den Atem raubte. Im schwachen Schein des Mondlichts, das durch die Fenster fiel, konnten sie die Umrisse einer Frau erkennen. Aber es war keine gewöhnliche Frau. Sie war gigantisch, fast 3 Meter groß, und ihre langen, schwarzen Haare verhüllten ihr Gesicht und ihren Körper. Sie kniete auf dem Boden und schluchzte leise, während ihre Gestalt im Halbdunkel schwebte. Holger und Mark waren wie erstarrt vor Angst. Ihr Verstand rang damit, die Erscheinung zu begreifen, aber es fühlte sich an, als wären sie in einem Albtraum gefangen. Die riesige Frau drehte langsam ihren Kopf in ihre Richtung, und obwohl ihr Gesicht von den Haaren verdeckt war, spürten sie, dass ihr Blick direkt auf sie gerichtet war. In ihrer Panik wollten Holger und Mark fliehen, doch ihre Beine schienen sich nicht zu bewegen. Die Frau erhob sich langsam und schien größer und größer zu werden, ihre Gestalt dehnte sich aus, als ob sie die Grenzen der Realität überschreiten würde. Ein eisiger Hauch von Angst legte sich um sie, als sie versuchten, ihre Stimmen zu erheben, aber kein Ton entkam ihren Kehlen. Plötzlich senkte die Frau langsam ihre Haare, und ihre dunklen Augen glühten im Mondlicht. Ein kalter Schauer durchfuhr die Jungen, als ihre Gedanken von einem unerklärlichen Grauen ergriffen wurden. Die Luft um sie schien dicker zu werden, und sie spürten, wie die Präsenz der Frau in ihren Köpfen kroch, ihre tiefsten Ängste und Unsicherheiten entblößte. Holger und Mark versuchten verzweifelt, sich aus ihrer Starre zu befreien, als die riesige Frau sich langsam auf sie zubewegte. Ihre Haare schienen wie Schatten zu fließen, und ihr Körper verzerrte sich in unheimlichen Mustern. Die Dunkelheit um sie herum verschluckte alles, während sie sich näher und näher schob, ihre Präsenz erdrückend und unentrinnbar. Plötzlich, in einem Akt der Verzweiflung, gelang es Holger und Mark, ihre Füße zu bewegen. Sie rannten aus dem Wohnzimmer, durch den Flur und die Treppe hinauf zu Holgers Zimmer. Ihr Herz raste, ihre Lungen brannten vor Anstrengung, aber sie wagten nicht, sich umzudrehen, aus Angst, was sie sehen könnten.
Sie schlossen die Tür zu Holgers Zimmer hinter sich und sanken auf den Boden. Der Raum schien der einzige Ort zu sein, an dem sie sicher vor dieser unheimlichen Erscheinung sein konnten. Sie hörten keine weiteren Geräusche aus dem Wohnzimmer, aber ihre Gedanken waren von Angst und Verwirrung erfüllt. Was hatten sie gerade gesehen? Welche Art von Albtraum war über sie hereingebrochen? Die restliche Nacht verbrachten sie wach, ihre Blicke starr auf die geschlossene Tür gerichtet, als sie auf den ersten Anbruch des Tageslichts warteten. Als die Sonne endlich aufging und die Dunkelheit vertrieb, öffneten sie zögerlich die Tür und schauten hinaus. Das Wohnzimmer war leer und friedlich, als wäre nichts geschehen. Doch die Erinnerung an die gigantische Frau mit den langen, schwarzen Haaren würde für immer in ihren Köpfen bleiben. Holger und Mark teilten nie wirklich die schrecklichen Details der Nacht mit jemandem. Es war, als ob sie in eine andere Welt hinabgestiegen wären, in der Realität und Albtraum miteinander verschmolzen waren. Von diesem Tag an änderte sich etwas in ihnen. Sie wussten, dass es Dinge gab, die jenseits ihres Verständnisses lagen, Dinge, die im Dunkeln lauerten und darauf warteten, enthüllt zu werden. Und während sie weiterhin ihre Videospiele spielten und ihren Alltag lebten, blieb die Erinnerung an die gigantische Frau in den langen, schwarzen Haaren wie ein Schatten in ihren Seelen, ein unauslöschliches Zeugnis für das Grauen, das in den dunkelsten Ecken der Welt existiert. Die Tage vergingen, und Holger und Mark versuchten, sich wieder in einen normalen Alltag einzufinden. Sie redeten kaum über die schrecklichen Ereignisse jener Nacht und versuchten, die Erinnerungen daran zu verdrängen. Doch die Dunkelheit in ihren Träumen und die unerklärlichen Geräusche in der Nacht erinnerten sie immer wieder an die bedrohliche Präsenz der gigantischen Frau. Im Laufe der Zeit begannen sie, Nachforschungen anzustellen. Sie durchsuchten das Internet nach Geschichten über übernatürliche Wesen, über mysteriöse Erscheinungen und unerklärliche Phänomene. Sie fanden Berichte über ähnliche Vorfälle, in denen Menschen von einer geisterhaften Frau mit langen schwarzen Haaren berichteten. Die Beschreibungen stimmten mit dem überein, was sie gesehen hatten, eine unheimliche Erscheinung, die von Dunkelheit und Furcht durchdrungen war. Die beiden Jungen beschlossen, tiefer in die Materie einzutauchen. Sie besuchten örtliche Bibliotheken, um nach alten Legenden und Sagen zu suchen, die auf eine solche Kreatur hinwiesen. Dabei stießen sie auf Geschichten über eine mysteriöse Frau, die in der Vergangenheit in der Nähe der Stadt gelebt haben soll. Die Legenden sprachen von einer Frau, die einst von ihrem Geliebten betrogen wurde und vor Verzweiflung in den Wald floh, wo sie angeblich eine schreckliche Transformation durchgemacht hat. Mit jeder enthüllten Information wuchs ihre Faszination und gleichzeitig ihre Angst. Sie begannen sich zu fragen, ob die Erscheinung, die sie gesehen hatten, vielleicht die unglückliche Seele dieser Frau war, die nach all den Jahren immer noch nach Rache oder Erlösung suchte. Sie erfuhren von Ritualen und Opfergaben, die angeblich dazu dienen konnten, die Geister der Toten zu beschwichtigen. Doch während sie immer tiefer in die Welt des Übernatürlichen vordrangen, wurde ihre Angst noch größer. Die Nächte wurden für Holger und Mark zu Qualen. Sie kämpften mit Schlaflosigkeit, Angst und Halluzinationen. Immer wieder meinten sie, flüsternde Stimmen zu hören, die sie in die Dunkelheit lockten. Schatten bewegten sich in den Ecken ihrer Augen, und ihre Träume wurden von düsteren Visionen durchzogen. Die Grenze zwischen Realität und Albtraum verschwamm,
und sie begannen zu zweifeln, ob sie überhaupt noch sicher waren. Holger und Mark beschlossen schließlich, die Wahrheit auf eigene Faust zu finden. Sie begaben sich zum Ort, an dem die Frau in den Legenden angeblich ihre Transformation durchgemacht hatte, tief im dunklen Wald. Ihre Herzen schlugen schneller, als sie durch das dichte Unterholz gingen und sich dem verfallenen Haus näherten, von dem die Geschichten sprachen. Die Stimmung war erdrückend, und der Nebel hing schwer in der Luft. Als sie das verlassene Haus erreichten, spürten sie, dass sie nicht allein waren. Die Präsenz der gigantischen Frau war wieder da, und sie fühlten, wie die Dunkelheit sie umgab. Die Umrisse der Frau materialisierten sich aus dem Nebel, und sie konnte nun deutlicher gesehen werden. Ihre Augen glühten in einem unheimlichen Blau, und ihre schwarzen Haare schwebten um sie herum wie ein undurchdringlicher Schleier. Die Jungen waren gefangen zwischen Faszination und Entsetzen. Die Frau begann zu sprechen, ihre Stimme klang wie ein Echo aus einer anderen Welt. Sie erzählte von ihrem Leid, von dem Verrat ihres Geliebten und von der Wut und Trauer, die sie über Jahrhunderte hinweg geplagt hatten. Ihre Präsenz schien die Jungen zu durchdringen, ihre Gedanken zu durchwühlen und ihre tiefsten Ängste ans Licht zu bringen. Holger und Mark begriffen, dass sie es mit einer mächtigen und unerklärlichen Macht zu tun hatten. Die Frau war gefangen zwischen den Welten, gefangen in einem endlosen Kreislauf von Wut und Verzweiflung. Sie spürten, dass sie sich zwischen der Pflicht, der Frau zu helfen, und der Angst, ihre eigenen Seelen zu verlieren, entscheiden mussten. Mit all ihrem Mut und Entschlossenheit versuchten sie, die Frau zu beruhigen und ihr zu versichern, dass sie nicht allein waren. Sie sprachen von Vergebung und Erlösung, von der Hoffnung, dass sie endlich Frieden finden könne. Die Frau schien für einen Moment zu verweilen, als ob sie ihre Worte aufnahm. Doch plötzlich, in einem Wirbelwind aus Dunkelheit und Wind, begann die Frau zu verschwinden. Ihre Präsenz verblasste, bis nur noch ein leises Echo ihrer Stimme in der Luft hing. Holger und Mark blieben atemlos und verwirrt zurück, als die Realität um sie herum zurückkehrte. Die folgenden Nächte waren ruhiger. Die Albträume hörten auf und die unheimlichen Geräusche verstummten. Holger und Mark wussten nicht, ob sie die Frau tatsächlich beruhigt hatten oder ob sie einfach verschwunden war. Aber sie spürten, dass sie einen Unterschied gemacht hatten, für die Frau und für sich selbst. Die Ereignisse dieser Zeit blieben für Holger und Mark ein unerklärliches Geheimnis. Sie erinnerten sich an die gigantische Frau mit den langen, schwarzen Haaren, nicht als eine Quelle des Grauens, sondern als ein Zeichen der Menschlichkeit, das selbst im Angesicht des Unbekannten Bestand hatte. Ihre Bindung wurde gestärkt, und sie lernten, dass selbst in den dunkelsten Ecken der Welt das Licht der Hoffnung und des Mutes zu finden ist.